Und damit hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil der Angespielt-Serie. Ja, wie gesagt, ihr verpasst nichts. Also ich werde das definitiv in Zukunft noch weiterspielen. Ich weiß nur nicht, wie regelmäßig ich das Ganze spielen kann. Deswegen, wie gesagt, erstmal nur diese Angespielt-Serie. Wir sammeln jetzt erst noch ein paar Rohstoffe auf den Weg zur Höhle. Eigentlich ist es jetzt nicht unser Weg, aber wir sammeln sie trotzdem. So, ich versuche jetzt auch mal das Sprinten zu vermeiden, weil dadurch ja meine Ausdauer weggeht. Oh, was ist denn hier schon wieder? Ach du Schande. Okay, von der Ziviltruppe. Hallo Handwerker. Ich wollte dir nur mitteilen, dass die Ziviltruppe von Portia einige Aufträge für dich übernehmen kann, um Materialien in gefährlichen Ruinen zu sammeln. Oh, okay. Du kannst Aufträge auf unseren Auftragsbrett im Gebäude der Ziviltruppe im Norden der Stadt aushängen. Bevor du einen Auftrag aushängst, solltest du den Leitfaden auf dem Brett durchlesen. Das ist alles. Okay. Hey Handwerker, am Ende der Woche benötigen wir qualifizierte Leute, um diese Produkte zu überprüfen. Damit es problemlos klappt, werden wir am Wochenende keine regulären Aufträge vergeben. Natürlich kannst du sie trotzdem abliefern. Von Antoine. Und Pauline schreibt, hey neuer Handwerker, ich habe einen mannhaften Auftrag für dich, mit dem du dich etablieren kannst. Spürst du es? Ich brauche drei Kupferklingen für einige meiner Möbel und ich erwarte Macho-Qualität. Alles klar? Du brauchst übrigens eine Schleifmaschine, um sie herzustellen. Ja, da bin ich gerade dran. Falls du noch keine hast, das ist alles, was ich über Handwerkszeug weiß. Okay. Ach so, das kann ich annehmen. Ja, klar, nehme ich das an. Das kann ich aber nicht annehmen. Da muss ich dahin. Genau. Ja, Schleifmaschine bin ich ja jetzt dran, aber dafür müssen wir halt dieses Kupferding machen. Guten Tag. Hallo. I'm pretty good at many trades, but not great at anything. So the mayor gives me a lot of odd jobs, which I enjoy. Ja. Ihr redet zwar immer das Gleiche, aber Hauptsache, dass die Beziehung zu denen gestärkt wird. Das ist das Wichtigste. So, dann wollte ich mal eben gucken. Ich bin, glaube ich, hier rumgelaufen, als ich die Höhle entdeckt hatte. Genau. Guten Tag. 20 Gold bezahlen, um einen anderen Arenal der Verlassenen. Ach so, nö. Kann man so rein? 80 Gold soll das wahrscheinlich heißen. Für einen Wochenpass. Ach so, Wochenpass. Okay. Ja, muss ich ja. 80 Gold. Wo soll ich denn so viel Gold herbekommen? Oh je. Richte das Gitternetz auf die Position aus, in der du graben willst. Okay. Drücke F, um den um mit dem Reliktscanner zu scannen. Werden als Kugeln. Okay. Drücke und halte die Leertaste, um das Jetpack zu benutzen. Okay. Oder auch nicht. Ach so, dazu muss ich erstmal reingehen wahrscheinlich. Oder auch nicht, weil ich gerade rausgegangen bin. Also Space-Taste funktioniert auf jeden Fall nicht. Okay, ups. Kämpfen kann ich. Mit F war das doch, oder? Also hier, der hat mir ja nicht eben gesagt, mit F könnte man scannen. Also hier habe ich jetzt gerade irgendwie nichts. Hier ist ja gar nichts drin. Ich weiß natürlich auch gar nicht, wonach ich jetzt hier Ausschau halten soll. Ach, mit der Sprungtaste geht das.
Da haben sie mir hier wieder Blödsinn aufgeschrieben. Was ist denn hier? Das ist der Ausgang, oder? War nicht F der Scanner gerade? R funktioniert auch nicht. Ich sehe irgendwie cool aus, oder? Also den Ausgang, den sehe ich. Das Problem ist nur, ich sehe hier nichts, was ich machen kann. Das sieht mir eigentlich gut danach aus, aber... Mission? Nee. Charakter? Oh, okay. Beim Einsatz der Axt Ausdauerkosten um 25% verringert. Ich habe zwei Skillpunkte. Ach, das wusste ich gar nicht. Und kann die ja einsetzen. Ausweichen, intensives Training. Okay, Meister der Axt. Also ich würde normalerweise sagen, ich setze einmal in die Axt rein. Und einmal in die Spitzhacke. Das ist ja cool. Handbuch, ja. Das bringt mich jetzt aber hier auch gerade nicht weiter. Ich denke mal, dass diese hellen Stellen eigentlich das sein müssten. Oder fehlt mir vielleicht irgendetwas? Das kann natürlich auch sein, dass ich da noch irgendwie so ein spezielles Gerät für brauche oder so. Also im Inventar habe ich nichts, ne? Baumharz, Kupfererz. Wo habe ich das denn eigentlich her? Pflanzenfasern? Ja. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das Helle eigentlich das ist, was man braucht, aber... okay. Ist das nicht der Ausgang? Also doch, aber von der anderen Seite. Tja, das ist jetzt natürlich doof. Weil ich keine Ahnung habe, wie ich das denn besorgen soll. Ach, ihr komischen Gestalt steht auch wieder hier. Hey! But living in a happy apartment makes it hard. Okay. Goodbye. Hey. Have you ever heard of the story about the dancing robots? This happened several years ago. Ja, die habe ich gehört. See you. Oh, you're new in town as well? I just moved here a little while ago. I get up real early each morning to watch the sunrise. That's my favorite routine. Okay. Ja. Wir hatten doch eigentlich... Auf der Karte steht was. Moment. Angelroute. Was Angelroute? Die Angelroute. Neue Bekanntschaften im Rathaus. Das ist die Brücke. Naja, mit der Brücke kommen wir jetzt nicht weiter, wenn wir das Zeug nicht haben. Das ist das Problem. Da kann man was angeln. Ach so, da kann man was angeln. Im Friseursalon kriege ich da jetzt eine Angelrute? Ich gehe jetzt erstmal eben zum Rathaus. Ist das, nee, ist das im Rathaus oder hier? You should get to know some of the people living in this town for your own benefit. I've made a list of the store owners within the city walls. You should go introduce yourself. Ah, okay. Das ist eine Mission. Nee, ich wollte ja nicht mehr sprinten.
Soll ich jetzt reingehen? Oh, a new builder. Always nice to see young folks moving in. If you need refreshments, I'm your man. Try this. It's on me this time. Hey. Halt, stopp. We get a lot of foot traffic around the plaza in spring, but it's nice to see the young folks mingling. Okay. Welcome. If you're in need of a house or workshop upgrades, this is the place to be. All you need to do is select a plan from the catalog book in our company. Ja, den haben wir ja schon kennengelernt. Have you ever met Gust's sister? Oh, she looks so fair. She doesn't come outside very often. I've only seen her a few times. Vielleicht arbeitet sie ja auch in YouTube. Have you ever heard of the story about the dancing robot? Ach, der schon wieder. Ja, ist gut. Du bist aber nicht die, die da hinten mitgestanden hat, oder? I kinda want to adopt Pinky. Doch, du bist es. Oh Gott, ich kann mir die Gesichter hier irgendwie gerade gar nicht merken. Was ist mit dir? Hey! I enjoy recommending different dishes each season to our customers. But just eating what you want is great too, you know? Den Kuchen durften wir noch mitnehmen, ne? Oder essen. Nee, doch nicht. Ach so, das bedeutet nur, dass ich hier was... bist du sicher, dass du abbrechen willst? Ja. Entschuldigung. Das ist das hier. Abzeichenbörse. Okay. Wie viele Abzeichen hast du? Ich habe noch gar kein Abzeichen, aber ist okay. So, dann haben wir den auch schon mal kennengelernt hier. Sollen wir da hochgehen? Ich geh mal da runter. Hallo. Hi. I've always been good with metal objects since I was little. But since most metal objects are sharp and I don't like fighting people or hurting animals, I didn't really have a lot of job choices. Okay. Hi. Bye. Nee. Die Schule aus? My store is my pride and joy. Besides Toby, of course. See you. Hi. Ah. Hey, you're the new builder, right? I'm Chiwa. I live to fish, but a big one broke my fishing rod yesterday. Ja, klar. Make me a new. Oh, thank you, thank you. Is my fishing rod done? Nein, ich dachte, ich könnte mich mit dir unterhalten. Entschuldige bitte. Lucy! Hi! We don't get new people moving all the way out here too often, so nice to meet you. I'm Lucy. I'm a teacher at the Porsche School. Even though Porsche is a small town, the kids here are just as curious about the world as anywhere else. The feeling of achievement that I get when I see them advance in their studies is just indescribable. So, nochmal falle ich auf euch beide nicht rein. Nee, hatte ich den nicht eben schon mal angesprochen? Was mit dir, Pauli? Hier kann man Sachen kaufen. Warum sollte ich hier Sachen kaufen? Bist du meine Konkurrenz oder was? Welcome, smallish builder. I sell furniture here in my store. So if you have any need for manly decors, you know where to find me. And since I'm so manly, I'm going to give you this to get you started. Hartholz, das ist aber nett von dir. Hey! Once, I said I wanted to be the strongest man in Porsche. They all laughed. Then, I said I wanted to run a furniture store. They laughed even more. But look who got the last laugh. Ja, so läuft das im Leben. Die, die ausgelacht werden, kriegen immer das, was die anderen haben wollen. Hi, hallo. The Civil Corps are responsible for collecting power stones to power Porsche.
we also try to ensure the safety of all the people living here. See ya. So, Moment. Mit dir muss ich sprechen. Welcome to our little town. Hope you have a wonderful time. My store sells clothing and costumes, so if you ever need to upgrade your armor or suit for a date, come see me. Ah. Now you look like a nice kid, so I'm going to give you something for free as a leg up. Don't... Oh, Entschuldigung. Pigmente und Faserstoff. Okay. Ich dachte, ich bekomme jetzt eine Ausrüstung. I'd love to visit the beach, but I'm too busy with the shop. Ja, das kenne ich leider. Oh. Mit dir muss ich noch reden. Nice to have you. If you need tools or weapons, you can come to my shop. It's got the best selection around these parts. Now, you look like a nice kid, so I'm gonna give you these for free, as a leg up. Steinziegel, Kupfererz. Ah, das ist schon mal gut. Ups. Hey! Three birthdays on one day. This is gonna get expensive. Ja. Goodbye. Haben wir denn hier noch jemanden? Moment. Oh, die sind aber ganz schön weit auseinander. Okay. Wer bist du denn? Hello. I just want to say, now that you're here, we can't play hide and seek in that haunted house anymore. It's all your fault. Was ist das denn für eine Zicke? Miss Lucy is so annoying. Geh weg, dummes Gör. Where are you from? Okay, die ist jetzt auch nicht so nett, aber sie scheint netter zu sein als die andere. Yay! Ach, das ist ja cool. Oh, das ist doch nicht so cool. Okay. War da gerade jemand? Ne, das waren die Zicken hier. Forschungszentrum, okay. Hallöchen. You're new, aren't you? Are you lost or something? Okay, warum ist das denn teilweise gar nicht synchronisiert? Das ist irgendwie etwas seltsam. Hello, you're the new builder, right? Nice to meet you, I'm Petra. I'm originally from Ethia. I came here because there are several old documents saying there exists a computer artificial intelligence called the All-Source around these parts. You still see a robot or two out and about in our cities once in a while, but this All-Source AI was supposed to be one of the best AIs ever created. I want to meet it. Das ist die wieder. Was haben wir denn da CDs für ein Buch oder was? Hä? Ah, hier ist so eine Tür, wo ich aber nicht durch kann. Okay. Dann gehen wir mal wieder raus. So. Da hinten irgendwo ist der nächste. Was war das? Hilfe, die Dinosaurier greifen an. Oh, ein Pferd. Zwei Pferde, die ineinander stehen. Nein, ich bin gerade ein Ticken zu spät. Ja, ich befürchte, oh, da kommt ein Pferd hoch. Hallo. Hallo, Teddy. Kann man mit dir nichts machen? Nein, ich stelle mich hier in den Weg. Du siehst so süß. Schlapperst du gerade meinen Hals ab? Hallo, ich will was mit dir machen. Hey, welcome to Portia.
I'm pretty much the only doctor around here, so come see me when you need to heal up or buy health items. Here, have these as a welcome gift. Ah, danke schön. Moment, nicht weglaufen. I like herb gathering. Sometimes I get a little surprised when a little bug falls from the tree leaves. I give them to Chiwa as a gift. Kiwa. Okay, Moment, das muss ich mir eben aufschreiben. Kiwa, der möchte gerne Käfer haben. Okay, das werden wir uns merken fürs nächste Mal. Mit dem gesprochen haben wir jetzt. Ja, es ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil wir jetzt die ganze Zeit damit verbracht haben, hier rumzulaufen. Und dementsprechend es schon Abend ist und keiner mehr von denen überhaupt was machen möchte. Die wollen alle schlafen gehen. Das würde ich mir dann ehrlich gesagt auch empfehlen, weil... Ach, hier ist das Café. Da bin ich. Wer bist du? Bleib hier. Habe ich heute schon mit dir gesprochen? Ich weiß es nicht mehr. Traffic around the plaza in spring, but it's nice to see the young folks mingling. Anscheinend schon. Okay, gut, dann gehe ich jetzt. Ja, es war vom Reden her sehr erfolgreich, aber es war jetzt nicht vom Sammeln her erfolgreich, weil wir doch so einiges holen wollten, aber nicht konnten. Das ist natürlich doof. Ich habe hier hinten noch gerade noch was glitzern sehen. Da ist noch was. Da ist auch ein Wasserfall, sehe ich gerade. Da gehen wir auf jeden Fall noch mal kurz hin. Ach, das sind die Marienkäfer. Nee, den Lamas komme ich lieber nicht zu nah. Da ist auch noch was. Kenne ich euch schon? Ich glaube nicht, oder? Ginger, Gus. Be the new builder. It's so nice to meet you. I'm Ginger. Hope you find our little town fitting. People in Portia are all very simple and friendly folks. I really enjoy having a conversation with everyone. Okay. You're the new builder. I'm Gust. I'd love to stop and chat, tea, cake and all, but I'm busy. So, good day. Ja, fast. Spend your time on tasks that you actually need to do. Arroganter Schnösel. Warte, wer bist du denn? Warte auf mich, du bist ein Bär, oder? Papa Bär! Au, au! Das machen aber Wölfe, das weißt du schon. Das ist schön. Ja, ich habe nichts verstanden, aber das ist schön. Okay, von dem habe ich jetzt auch leider nichts bekommen. Was ist denn da oben wieder? Aber wir wollten jetzt Richtung Wasser rüber. Richtung Wasserfall. Oh, da sind schon wieder diese blöden Lamas. Die ich einst so süß fand, bis sie mich angegriffen haben. Oh, was ist das? Krabben! Eine ganze Horde Krabben. Krebse, nicht Krabben. Und da hinten? Ach, da auch. Da laufen welche mit Regenschirm rum. Seeigel. Okay. Ja. Genau. Okay. Da oben ist doch noch eine Kiste. Oh, darf ich nicht ins Wasser? Nein, ich will aber auf die andere Seite. Ah, das ist doof. Da komme ich gar nicht rüber. Ich kann auch nicht mit euch interagieren, okay? Sonst hätte ich vielleicht fragen können, ob die mich auf die andere Seite rüberbringen können. Schade. Ich habe die Kiste gesehen und kann nicht hin. Aber vielleicht könnte ich Brücken bauen, um darüber zu kommen. Das weiß ich nicht. Was ist das denn überhaupt?
Soll das jetzt so eine Art Busstation oder sowas sein? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Was ist denn dieses viereckige Ding da? Was bist denn du? Fun-Menü. Ah! Da kann ich Köder platzieren, um bunte Lamas bzw. Baumwolllamas zu fangen. Ah, okay. Aber Kopfsalat und sowas habe ich sowieso alles nicht. Das heißt, das ist auch gar nicht gedacht, dass man die irgendwie kaputt macht oder so, sondern man soll die fangen. Ich meine, vielleicht soll man sie zu Hause kaputt machen, das weiß ich jetzt nicht. Oh, ihr seid jetzt alle so friedlich, solange ich nicht anfange, aus Versehen zu schlagen. Nehmen wir mal ganz viel noch von dem Zeug, was hier liegt. Und da machen wir uns mal wieder auf Richtung zu Hause. Moment, das ist die Richtung. Stopp, habe ich heute schon mit dir gesprochen? Anscheinend ja. Ja, okay. Okay, okay. Ich kann euch irgendwie nicht auseinanderhalten. Emily? Hey there. I'm Emily, your next door neighbor. It's so nice. Meine Nachbarin. Oh. Move into our town. You should drop by my ranch sometime. Ja, gerne. Greetings. Here comes the springtime. Can you smell it? The smell of recovery, rebirth and rejuvenation. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ich sammle noch mal kurz die Sachen auf, die jetzt hier direkt vor der Tür liegen. Da oben, das werde ich jetzt nicht noch extra mitnehmen. So, ich weiß nicht, wie viel Kupfer brauchte ich dafür? Kupferbarren 3. Habe ich, glaube ich, nicht, oder? Baumharz. Kupfererz. Steinziegel. Kupfererz. Das heißt... wie Benzin aufgebraucht. Was für ein Benzin? Ach, der braucht auch nochmal Holz? Okay. So. Zwei Kupfererz brauche ich jetzt noch. Ah, Moment. Nehmen. Nein, das Ding wollte ich jetzt nicht nehmen. Ja, so war das jetzt nicht geplant. Ja, ich weiß, dass ich mich... Ach so, der braucht dann wieder drei auf einmal, ne? Wo sind denn jetzt die Kupferbarren, die ich gerade hergestellt habe? Faserstoff? Marmor? Kupfererz habe ich nur noch. Hä? Ach so, der braucht 4 Stunden, um diese... Ah! Okay. Jetzt verstehe ich das. Ja gut, dann bleibt uns sowieso nichts anderes übrig. Es wurde ja gerade schon gesagt, dass es sehr spät ist und dass ich mich hinlegen soll. Dann werden wir das auch tun. Damit ist leider erstmal vorerst wohl bemerkt der dritte und letzte Teil meiner Angespielt-Serie zu Ende. Wenn ich euch jetzt so ein bisschen auf den Geschmack gebracht habe, dann dürft ihr euch natürlich darauf freuen, dass ich demnächst noch mehr bringen werde. Dass ich davon ein komplettes Let's Play bringen werde. Oh, was macht die denn jetzt? Oh! Okay, ich habe wahrscheinlich zu lange geredet. Ich sollte es demnächst kurz machen. Freut euch drauf, dass noch mehr davon kommen wird. Wer sich drauf freut, beziehungsweise wer gerne mehr sehen würde, darf mir das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten sage ich jetzt einfach mal,
bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.